Sie wollen also durch Fördergelder, durch Steuergelder ihr Versagen, die deutsche Automobilindustrie am Leben zu erhalten, wollen sie ihr Versagen kompensieren. Herzlichen Glückwunsch. Wow, wow. Herr Präsident, meine Damen und Herren, unser Fahrzeuggeschäft ist krank. Dieses Zitat stammt nicht von uns, sondern von Patrick Andreas Meyer, Markenfinanzchef von VW Pkw, Mitte dieses Jahres in einer Videokonferenz unter den Managern. Der von Ihnen aufgezwungene Transformationsprozess der deutschen Automobilindustrie, den Sie alle außer der AfD unterstützen, hinterlässt seine Spuren. Doch was sind die tatsächlichen Auswirkungen dieses Transformationsprozesses? Der Antrag der CDU, den wir hier behandeln, ist nur ein weiterer Sargnagel für die niedersächsische Automobilindustrie. Und dazu muss ich nur einen Satz aus dem Antrag zitieren. Niedersachsen bekennt sich zum Ziel des klimaneutralen Individualverkehrs mit allen Verkehrsträgern. Schauen wir uns die wirtschaftlichen Fundamentaldaten einmal an, es sind Zahlen, Daten, Fakten politisch weder links noch rechts einzuordnen. Im VW-Werk Emden liegt die Nachfrage nach den Elektroautos fast 30% unter den ursprünglich geplanten Produktionszahlen. Die Fertigung des ID.4 und ID.7 wird gedrosselt. Rund 300 der 1500 Leiharbeiter werden nicht mehr weiter beschäftigt. Der VW Trinity, welcher ursprünglich in Wolfsburg produziert werden sollte und dessen Starttermin immer wieder verschoben wurde, soll nun in Zwickau hergestellt werden. Doch in den VW-Werken Zwickau und Dresden wird die Produktion von E-Autos ebenfalls gedrosselt. Laut einem Bericht der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung sollen auch Oberklassen-Elektromodelle von Audi und Bentley nicht mehr in Hannover produziert werden. Eine Kollege Grüne, Frau Hamburg, bitte? Ich bitte um Entschuldigung, ich bin nicht dazwischen gekommen, aber die Frau Kollegin Camus hat den Wunsch, eine Zwischenfrage zu stellen. Möchten Sie dem entsprechen? Natürlich. Bitte schön. Jede Zwischenfrage wird zugelassen. Vor dem Hintergrund, dass Sie sich gegen die Transformation aussprechen, was wollen Sie dazu beitragen, dass die Chinesen schon viel besser darin sind, E-Autos auf den Markt zu bringen? Die Chinesen haben aber auch kein CO2 bzw. kein Verbrennerverbot. Das heißt, die investieren auch viel mehr und haben schon vorher viel mehr investiert. Ja? Die werden auch subventioniert. Das ist das Problem. Und die Chinesen werden den deutschen Markt überfluten. Dann werden die Deutschen, wir sollen doch hier den deutschen Automobil unterstützen. Sie wollen also durch Fördergelder, durch Steuergelder ihr Versagen, die deutsche Automobilindustrie am Leben zu erhalten, wollen sie ihr Versagen kompensieren. Herzlichen Glückwunsch. Wow, wow. Meine Redezeit geht hier gerade statt Antwortzeit. Wir nehmen die Zeit nachher oben drauf. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Aber jetzt gibt es noch den Wunsch einer Zwischenfrage des Kollegen Sachtleben. Wollen Sie dem auch entsprechen? Natürlich. Bitte schön. Ich würde gerne wissen, wann Sie das letzte Mal tatsächlich mit Vertretern des VW-Konzerns gesprochen haben, sich hier hinzustellen und über das Märchen zu reden, die Industrie, die Automobilindustrie will die Transformation nicht, ist schlicht und einfach erfunden und gelogen, weil wir alle demokratischen Parteien, wir haben mit den VW-Vorständen gesprochen. Wann haben Sie das letzte Mal gemacht? Also, der Transformationsprozess ist nicht gewollt von der Ist völlig egal. Sie kommen hier mit der Politik. Sie zwingen den deutschen Automobil und den ganzen Menschen in der EU auf, dass der Verbrenner verboten wird. Das ist eine Technologie der Deutschen, die Kerntechnologie der Deutschen. Ganz ehrlich, Sie sind einfach nur schlecht für die deutsche Automobilindustrie. Das sind die Grünen. Der Verbrenner, überhaupt das Auto, ist eigentlich die Koryphäe, das Vorzeigeprodukt der Deutschen, und Sie zerstören es hier. Ich führe meine Rede weiter aus, Sie werden gleich noch mehr erfahren. Ja? So. Laut einem Bericht der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung sollen Oberklassen-Elektromodelle von Audi und Bentley nicht mehr in Hannover produziert werden. Eine grüne Frau Hamburg im Aufsichtsrat bei VW zeigt nach nicht einmal einem Jahr auf ihre Spur der Verwüstung. Das Kraftfahrtbundesamt ließ verlauten, dass letzten Monat im September 31, das Schreien macht Sie auch nicht schlauer, ja, aber zuhören schon. Das Kraftfahrtbundesamt ließ verlauten, dass Herr Kollege Najafi, jetzt muss ich Sie doch mal kurz unterbrechen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Parlament lebt davon, dass man sich den gegenseitigen Austausch auch ermöglicht. Ich darf deswegen jetzt wirklich darum bitten, dass mal die notwendige Ruhe im Parlament eintritt, damit der Austausch auch möglich ist. Und der Kollege Najafi, Sie überlassen das dann auch mir, für die entsprechende Ruhe hier zu sorgen. Jawohl. Sie haben das Wort. Danke, Herr Präsident.
Das Kraftfahrtbundesamt ließ verlauten, dass letzten Monat im September 31.714 Elektroautos zugelassen wurden. Ein Minus von 28,6% gegenüber letztem Jahr. Die Förderung von gewerblich genutzten PKWs ist ausgelaufen, wodurch es im August noch zu hohen Zulassungen kam, welche nun wegfallen. Ohne Förderung durch Steuergelder kaum noch Absatz. Ihr selbst gestecktes Ziel, bis 2030 15 Millionen Elektroautos auf die Straße zu bringen, ist ohne Verschwendung von Steuergeldern nicht realistisch. Wir sind aktuell bei etwa 12% des Weges bei sinkenden Verkaufszahlen. Sie werden das Ziel deutlich verfehlen und es am Ende dennoch einen Erfolg nennen. Doch meine Damen und Herren, wenn Sie sich vornehmen, einen Marathon zu laufen und bereits nach 10 Kilometern trotz Doping, also Fördergeldern, aufgeben müssen und es dann einen Erfolg nennen, dann haben Sie das Prinzip von Erfolg nicht verstanden. Weitere Zahlen. 2016 wurden in Deutschland noch 5,7 Millionen PKWs gefertigt, Herr Sachtleben. 2022 waren es nur noch 3,4 Millionen. So viel zum Transformationsprozess. Meine Damen und Herren, diese Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Ihre Verkehrswende, Ihr Transformationsprozess ist gescheitert. Er war schon immer zum Scheitern verurteilt und führte und führt auch weiterhin nur zu Deindustrialisierung. Kommen wir zur Ladesäuleninfrastruktur. 2021 kam auf 17 E-Autos eine Ladesäule. Aktuell sind wir bei 23 E-Autos pro Ladesäule. EU-Ziel sind übrigens 10. Das bekommen Sie also auch nicht hin. Und wo kommt eigentlich der Strom für die Ladesäulen her? Die Antwort hält das Statistische Bundesamt parat. Im zweiten Quartal dieses Jahres wurden bundesweit 7,1 Terawattstunden Strom importiert. Im zweiten Quartal letzten Jahres produzierten die letzten drei verbliebenen drei Kernkraftwerke 7,3 Terawattstunden Strom. Zufall? Das sind alles offizielle Zahlen. Nicht nur Ihre Verkehrswende ist gescheitert, sondern auch Ihre Energiewende. Das muss doch langsam mal wehtun. Strommangel führt zu hohen Stromkosten, führt zu Deindustrialisierung. Einer Umfrage vom Verband der Automobilindustrie zufolge sehen von über 100 Zulieferern knapp 90% sich nicht mehr wettbewerbsfähig produzieren. Arbeiten wir Ihren Antrag weiter ab. Die synthetischen Kraftstoffe, E-Fuels, sollen gefördert werden. Problem dabei, die EU-Kommission, die macht Ihnen einen Strich durch die Rechnung. Die EU-Kommission will die Verordnung 2017-1151 verschärfen, wodurch der Transport, die Lagerung und Verteilung der E-Fuels mit in die CO2-Bilanz einbezogen werden sollen, statt nur der CO2-Ausstoß bei der Verbrennung. Das war es also auch mit E-Fuels. Ein weiterer Punkt aus Ihrem Antrag ist ein Förderprogramm für Wallboxen, also einer kleinen Wandladestation für zu Hause. Am vergangenen 26. September wurde vom Bund eine Förderung aufgesetzt von bis zu 10.200 Euro pro Wallbox mit dazugehöriger Solaranlage. 300 Millionen Euro Steuergelder an Budget für diese Förderung waren innerhalb von 10 Stunden verbraucht. Bundesverkehrsminister Volker Wissing nannte es fälschlicherweise erneut einen Erfolg, doch der Hauptgeschäftsführer des ZVEH, Alexander Neuhauser, sagte dazu, ich zitiere, wir haben mit dem Wallbox-Programm die Erfahrung gemacht, dass so etwas zwar kurzfristig den Markt pusht, aber nachdem das Programm ausläuft, zu einer Katerstimmung führt, also erneut ohne Förderung durch Steuergelder kaum noch Absatz. Dieses Hirngespinst, CO2 als absolut bösartiges Gas verbannen zu wollen, was sonst niemand auf der Welt tut, gipfelt am Ende noch beim CBAM, dem Carbon Border Adjustment Mechanism der EU, zu Deutsch CO2-Grenzausgleichssystem. Ab 1. Januar 2026 sollen wir Deutsche dann für den CO2-Ausstoß bei der Herstellung von Produktimporten aus Nicht-EU-Staaten zahlen. Wir bezahlen den CO2-Ausstoß anderer Länder. Wer kommt auf sowas? Zu Ihrem Klimaunsinn ein kurzer Rückblick in die Geschichte. Die antiken Römer konnten vor 2000 Jahren die Alpen überqueren und dort Wege bauen, weil zu der Zeit einige Teile eisfrei waren, welche heute mit dem Eis bedeckt sind. Wie war das wohl möglich? Sind die antiken Römer etwa zu viel Fiat gefahren? Haben sie zu viel geraucht? Gab es eigentlich einen lateinischen Begriff für menschengemachten Klimawandel? Meine Damen und Herren, vor allem von der CDU. Solange Sie an den den CO2-bedingten Klimawandel glauben, wird man mit Ihnen nicht vernünftig zusammenarbeiten können. Ich weiß nicht, in welchem grünen Nachthemd dieser Antrag verfasst wurde. Im EU-Parlament haben Sie noch gegen das Verbrennerverbot gestimmt und jetzt kommen Sie erneut mit Ihrer Klimahysterie. Sie sind leider zu einer Partei ohne Identität, ohne Rückgrat verkommen wie die SPD. Die Grünen sind zumindest ehrlich dabei, dass sie mit diesem Land nichts anzufangen wissen. Sowas haben die Bürger Niedersachsens und Deutschlands nicht verdient. Den Vernünftigen unter Ihnen kann man nur sagen,
Kommen Sie zu uns, treten Sie der AfD bei. Wir lieben Niedersachsen, wir lieben Deutschland. Diesen absurden CO2-Wahnsinn werden wir beenden und unserer Industrie und unseren Bürgern wird es wieder gut gehen. Vielen lieben Dank.